way you move make me blind. You will always be there, there's no doubt in my mind. You will always be there, heading out to see ya and leave the rest behind. Ja, frohe Ostern. Wir haben heute Ostersonntag. Ich bin noch nicht wirklich fertig gemacht. Ich habe mir noch was angezogen und muss mich aber noch waschen und Co. Ich werde jetzt gleich erstmal mit dem Baubau rausgehen. Wir haben es 8:30 und ich hoffe, mein Mann steht dann bald auf, weil ich will mein Baby haben. Also die Nacht hat keiner angerufen. Anscheinend hat das geklappt. Aber Mama hat große Vermissung. Mama will Baby haben. Ja. Naja, es war wie gesagt die erste Nacht. Es ist auch mega. Ja, es ist auch echt angenehm, früh aufzustehen und sich um nichts außer sich selbst kümmern zu müssen. Also ich konnte jetzt in aller Ruhe meinen Kaffee trinken, mir was anziehen, ein bisschen rumtüdeln, so, ja. Also wie es halt früher irgendwie war, ne? Aber erstens bin ich trotzdem wahnsinnig zeitig munter. Ich war 7:30 munter. Zweitens. Es fehlt halt was. Also es war auch gestern Abend, man ist so durch die Wohnung gelaufen und wusste irgendwie gar nicht so richtig wohin mit sich selbst, weil irgendwie, ja, fehlt halt was, ne? Er gehört halt einfach dazu. Und ja, deshalb freue ich mich dann, mein Baby zu holen. Ja. So, ich bin jetzt gerade mit Hund draußen. Na komm, Manny. Aber es ist so kalt, da hat nicht mal der Hund Lust zu laufen. Ja, streck dich erstmal, genau. Na komm. Ja. Und dann heute zum Osterreiten. Oh, ist das kalt. Wir müssen definitiv, ich glaube, ich werde im kleinen Skianzug anziehen, so kalt wie das ist. Den nehme ich dann gleich mit. Na komm, Benny Benson. Schritt schneller bitte. Danke. Damit uns warm wird. Wenn wir hier so rumschleichen, wird uns nie warm werden. Na komm. Oh Gott. Na komm, Baby. Hallo? Ja, fein. Ja, prima. Aber ich muss trotzdem sagen, ich genieße es eigentlich früh mit Benny rauszugehen. Da ist hier noch so eine Ruhe auf dem Dorf, so schön. Und ja, oh, aber hier noch im Feld wird es eklig. Oh, gut, ich stecke jetzt mal die Kamera rein, weil ansonsten friert mir die Hand ab. Wir sind wieder drin, ne? Und wer sitzt auf dem Bett? Der Benny. Mama hat sie jetzt auch noch ein bisschen fertig gemacht. Und das sind Mamas Ohrringe. Nein, Mamas Ohrringe. Holen wir jetzt den Arti gleich. Holen wir jetzt gleich den Arti. Na, was riecht denn meine Hand? Kriegt die Mama einen Kuschi? Du bist so süß. Ja. Nein, gebissen wird nicht. Nicht schnappen, ne? Weißt du. Ja, ich weiß, du willst spielen. Aber nein. Nein, 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 nein. Wartet mal, ich muss das Bändel wegmachen. So. Nein, 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 nein. Hallo. Willst du mal guten Morgen sagen? Was machst denn du? Ach, du bist mein Bändel. Nein, aus. Schluss. Kein Bändel für Benny. Kein Bändel für Benny. Benny, komm mal her. Ja, hallo. Hallo. Ja. 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 Wie gesagt, es ist ja auch mal schön, sich nur um ein Kind kümmern zu müssen. Aber ich will jetzt trotzdem mein Baby haben und du frisst nicht meine Bändel von meinem neuen Pullover. Nö, 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 nö. Du kleiner Rabauke. Du Rabauke. Du Krawallbruder. So, wir warten jetzt, bis der Papa sich fertig gemacht hat. Schmeckt's? Warum beißt du dir selbst ins Bein? Ja, macht bloß sauber. Jo. Na? Und wir machen jetzt los. Ja.
kommt der Papa. Hallo Papa. Tasche, Tasche. Ja, du hast jetzt eine neue Tasche. Sag mal guten Morgen. Guten Morgen. Sieht er? Er sagt guten Morgen. Er ist jetzt auch ein voll der YouTube-Star, nachdem er in einem Video mit offiziell mit geredet hat und aufgetaucht ist und so. Okay. Mein Mann ist ein YouTube-Star. Muss ich dich jetzt mit sie ansprechen? Wenn du jetzt ein Star bist. Benni. Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Hey, bist du weg von uns? Benni. Gib die Mama einen Kussi. Der denkt sich wahrscheinlich auch gerade, was will die Alte eigentlich? Naja. Gut, hier ist so ein tolles Licht, wenn ich so liege, weil ich drehe euch mal rum. Der Glasärger ist über mir. Ja, aber irgendwie ist trotzdem das Licht toll, wenn ich hier liege, ne? Mit so schönem Tageslicht. Aber es ist halt schweinekalt. Wir müssen mal gucken. Gut, frisst du mich? Ne, du frisst dich. Okay, mach das. Wir machen jetzt erstmal los. Ah! Wir sind jetzt unterwegs. Ich habe es jetzt nicht gefilmt, wo wir Arti geholt haben, aber das Baby ist wieder bei uns. Hallo. Und er hat auch schon sein Ostergeschenk bekommen, einen Laufladenwagen, ne? Kann ich euch heute Abend noch mal ein bisschen zeigen. Wir sind heute Abend eh dann zum Abendbrot noch bei meinen Schwiegereltern und der Arti stand schon an seinem Laufladenwagen. Ja, mal gucken. So, und jetzt fahren wir zu den Pferdchen. Also heute ist ja Ostersonntag und mein Stiefvater reitet beim Osterreiten mit und ja, da fahren wir jetzt hin. Wir haben es 10:30, 11:30 reiten die vom Hof. Wir wollen so in das, ja, wir gerade da ankommen eigentlich, wenn die vom Hof reiten, weil, ja, Benni jetzt noch nicht, weil die haben auch einen Welpen an sich, also sie wird jetzt fast ein Jahr alt, aber noch ist sie Welpe. Und er lebt das halt auch das erste Mal mit, Osterreiten. Und von daher wollten jetzt erstmal gucken, wie der eigene Hund sozusagen auf die Pferde reagiert. Und da wäre es ein bisschen blöd gewesen, wenn er noch mehr Stress mit dem zweiten Welpen. Genau. Und da gucken wir jetzt erstmal, dass wir uns da noch ein bisschen fernhalten. Vielleicht lassen wir Benni auch da noch mal kurz im Auto oder so. Oder gucken wir einfach von Weitem, ja. Und dann, ja, auf jeden Fall reiten die 11:30 vom Hof. Und dann sind die so zwischen um, naja, 12:30, 1 sind die eine Siebels. Dort schauen wir uns das immer an. Kann es nicht einmal Ostern schönes Wetter sein? Es ist so kalt. Arti hat einen Skianzug wieder an. Ja. Wir laufen jetzt auch nicht vor, da wo dann die Osterreiter vorbeikommen, sondern wir fahren jetzt mit dem Auto vor. Normalerweise, es ist auch echt nicht weit, aber bei dem Wind ist weder Hund noch wir noch irgendjemand will hier, ja, da vorlaufen. Also es ist gut, dass wir so zeitig losgefahren sind, weil wir können das uns heute von innen angucken, weil hier die Straße kommen die Osterreiter entlang und wir stehen hier mit dem Auto. Eigentlich perfekt, oder? Und draußen ist echt so kalt, da müsste weder Hund raus, noch Kind raus, noch irgendjemand anderes. Ne? Gefällt euch das? Gefällt euch das? Benni, was sagst du? Er guckt schon. So, Arti tanzt im Sitz. Tanzt du? Ah, ja. Benni sitzt beim Papa auf dem Schoß und wir haben nach wie vor den besten Blick. Wir zeigen euch dann natürlich, was wir so... Von den Osterreiter zeigen wir euch natürlich was. Na? Okay. So, wir hatten jetzt hier gerade schon einen kleinen Zwischenfall. Plötzlich kam ein Pferd ohne Reiter hier angelaufen auf der Straße. Aber nicht von der Crosswitzer Prozession, wo mein Stiefvater mitreitet, sondern von der Pannspitzer Richtung. Ja, der Reiter kam dann hinterher gerannt, auch ohne Zylinder, weil die tragen ja eigentlich Zylinder, werdet ihr dann gleich sehen. Und ja, wahrscheinlich abgeworfen und abgehauen und er ist jetzt von Panschwitz bis Siebitz hierher gelaufen und hat jetzt wurde das Pferd eingefangen. Und ja, jetzt läuft er mit dem Pferd zurück. Halleluja. Ich meine, es passieren ja sowieso jedes Jahr aufs Neue auch viele, viele Unfälle beim Osterreiten. Es ist halt... Ja, man kann das sehen, wie man will. Es ist halt Tradition, dass es gemacht wird. Viele haben auch ihre eigenen Pferde, das ist richtig, aber viele borgen sich auch bloß Pferde und sitzen tatsächlich nur einmal im Jahr auf dem Pferd.
was natürlich dann in so einer extremen Situation für die Tiere vor allem Dingen gefährlich ist. Weil ich meine, ist das alle, das Veggie? Ist das aufgegessen? Ist das geschmeckt? Soll die Mama sowas wieder mal kaufen? Ja. Oh, schön, hallo. ja, jetzt kommt die restliche Familie. Und so, nee, wo war ich jetzt? Ach so, genau, so eine Extremsituation einfach auch für die Pferde. Die ganzen Leute am Straßenrand, den ganzen Tag einen Reiter drauf, den sie wahrscheinlich gar nicht kennen, den sie vielleicht 2 Tage vorher kennengelernt haben. Dann ist es auch so, ich glaube, die Jungs fangen ja mit 15 oder so, reiten die das erste Mal mit so 15, 16. Viele haben davor vielleicht 2 Reitstunden gehabt und dann werden die aufs Pferd gesetzt. Da laufen dann meistens aber auch welche mit. Ja, aber es ist halt alles, also es hat so seine Vor- und Nachteile und es gibt große Gegner davon, es gibt große Befürworter dafür. Ich bin so ein bisschen neutral, muss ich sagen. Ich gucke es mir mal gerne an und ich kannte es, ich wusste es, es gibt, aber so richtig reingewachsen ist man halt erst, nachdem mein Stiefpapa da bei uns in der Familie natürlich war. Und ja, von daher müssen wir einfach mal gucken. So. Kind spuckt. So, mein Mann hat sie schon von Weitem gesehen. Ich sehe noch nichts. Auf jeden Fall, erstes Polizeiauto ist schon auf Position in die nächste gerutscht. Und ja, also es sieht alles so aus, als ob die kommen. Das andere Polizeiauto ist gerade von Crosswitzer Richtung noch gekommen. Und warum dürfen wir immer noch Autos langfahren, wenn die Reiter kommen? Frechheit. Ist immer so, jedes Jahr trotzdem ein bisschen spannend. Und du guckst dir das halt schön an? Er spielt hier. Aber wie gesagt, wir haben ja beste Sicht hier im Auto. Also mir wäre es echt auch zu windig mit dem Kind hier raus, muss ich ehrlich sagen. Also muss nicht sein. So, jetzt fährt das nächste Polizeiauto ein Stück vor. Ich sehe keine Reiter. Ich weiß nicht, was du siehst, Phoebe. Doch, die kommen. Doch, ich sehe sie. Dort bewegt sich was. Sag ich doch. Die kommen. Im Übrigen, Crosswitz ist eine der größten Prozessionen hier in der Umgebung. Ich kann euch dann in Ruhe auch nochmal erklären, was es überhaupt mit dem Osterreiten auf sich hat. Weil da gibt es ja so ein paar, ja. Also zumindest viele Leute denken, ja, die saufen sich den ganzen Tag nur zu. Und überall, wo sie anhalten, gibt es einen Schnaps und so. Nee, so ist nicht. Also das hat mein Stiefpapa auch immer gesagt. Nein! Das machen wir nicht, das stimmt so nicht und stimmt wirklich nicht. Aber das erkläre ich dann in Ruhe nochmal. Ich sehe sie, dass sie sich bewegen, aber sie kommen nicht davon an, wo ich sie noch mehr sehen könnte. Naja, wir warten mal. Die übrigens mit dem Kranz, die reiten das erste Jahr mit dem grünen Kranz. Nur einige. Und Stefan hat einen silbernen Kranz, der hat Silber um das. 25 Jahre, glaube ich. Stefan nächstes Jahr. Und goldenen Kranz ist, glaube ich, 50 Jahre oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Opa Stefan. Zu kämpfen. Das ist aber ein fettes Vieh.
Das war die Prozession jetzt hier. Ja, also ihr habt vielleicht einen kleinen Einblick bekommen, aber wir haben gerade schon gehört, in der Panschwitzer, das war wohl nicht das einzigste Pferd, was hierher gekommen ist. Es sind wohl schon 6 Pferde heute durchgegangen und die haben dann die einzelnen Reiter zum Teil mit aufgesammelt, da zu ihren Pferden gefahren. Also heute ist hier echt Chaos in den ganzen Prozessionen. Aber ja, wie gesagt, ich denke, es liegt auch ein bisschen am Wind. So, wir fahren jetzt nochmal am Friedhof kurz und dann fahren wir nach Hause. Ne? Wir sind jetzt erstmal wieder zu Hause, ne? Wir sind jetzt, haben jetzt circa 3 Stunden Zeit, dann müssen wir wieder los, dann müssen wir zum Abendbrot. Und weißt du was, du könntest eigentlich mal ein bisschen schlafen. Du hast zwar im Auto mal eine halbe Stunde geschlafen, aber das ist ja auch nicht wirklich viel, ne? Pengsi hat ganz rote Wangen. Die sind noch ganz warm. Ich habe heute mal gefühlt. Man merkt, dass unter einer ganz dünnen Hautschicht hier oben was Spitzes kommt. Also ich glaube, die oberen Zähnchen kommen. Ne? Ja, winkst du? Winkst du? Sagst du Hallo? Erzähl mal, was der Osterhasi da heute schon gebracht hat. Ein Lauflernwagen, genau. Und eine Krake, genau. Oder ein Oktopus oder irgend sowas. Steht aber alles noch bei meinen Schwiegereltern, sonst kann ich euch heute abends mal zeigen. Habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Oder? Klar, ich habe euch doch mitgenommen, wo ich es eingepackt habe. Ihr wisst doch schon alles. So, mal gucken, was es heute noch von den Omas gibt, ne? Der Papa und der Benni kommen auch gleich hoch. Der Papa geht nur noch eine kleine Runde mit dem Benni, wenn er nochmal pullern musste. Buh! Stinky? Brauchst du eine Windel? Brauchst du eine Windel? Ja, brauchst du. Buh, hier müffelt. Naja. Gut, dann machen wir jetzt mal eine frische Windel und dann kuscheln wir ein bisschen uns ins Bett. Ne? Wir haben es ein ganz paar Stunden später. Wie spät haben wir es eigentlich? 5:45 oder so? Ich habe ein bisschen geschlafen, das Kind nicht wirklich, oder hat er mal geschlafen? Nein. Wir sind sehr, sehr schlecht gelaunt, erst seit wir Kekse kriegen, und zwar selbstgebackene von Oma, die du eigentlich noch gar nicht essen darfst, weil da garantiert auch richtig Zucker drin ist. Aber er ist glücklich damit, weil er schreit eigentlich durchgängig, die oberen Zähne brechen definitiv durch. Und ich denke, es ist das. Ich habe ihm erst auch schon Osanit gegeben. Ja, aber er hat halt wirklich tatsächlich nur im Auto mal eine halbe Stunde Mittagsschlaf gemacht. Das war's, ne? Und die Gäse hat auch nicht viel. Naja, also Kaffee trinken wollte er jetzt gar nicht haben. Mittag ohne. Nee, Mittag auch schon. Da hat das ganze Gläschen gegessen, Schatz. Da warst du gar nicht dabei. Soll ich einen Schaschitz geben? Ja, nach dem Mittag. Der nimmt sonst immer irgendwas zu essen. Wollte halt alles nicht. Der hat dann aber im Auto beim Osterreiten auch noch den Vanillepudding gegessen. Aus dem Quetschi. Komplett. Also er hat normal gefrühstückt, dann hat er schon bei der Oma noch einen Quetschi hier vormittag, dann Mittag
das Gläschen und noch ein Quetschi hinterher. Also ein Pudding-Quetschi. Der hat schon okay gegessen, aber jetzt halt Nachmittag, das Gläschen wollte er gar nicht. Naja, du siehst gut aus im Mund. Total beschmiert mit Keks. Schmeckt das? Selbstgebackene Kekse von Oma. Das gibt's bei uns nicht immer, ne? Keine Angst. Aber wenn es gerade schmeckt, dann ist doch schön. Nichts anderes mehr hilft. Wenn nichts anderes hilft, das Kind ruhig zu kriegen, genau. Naja, ich fühle mich wie vom Zug überfahren, seit ich aufgewacht bin. So, hast du deinen Lauflernwagen? Wir müssen dann mal filmen, wie cool du hier gerade stehst, ne? Was magst du nur haben? Was hast du da, Krümel? Ja. Cola, 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 Cola. Cola, Cola, Cola. Ich stehe gerade vor der Tür von meinen Schwiegereltern. Wir haben jetzt schon Abendbrot gegessen. Und irgendwie fängt es gerade an zu schneien. Hallo? Oh Gott. Ja, ich denke mal, wir werden auch noch ein bisschen hier bleiben. Marty hat gerade schon Abendbrot gegessen. Mal gucken, vielleicht legen wir ihn hier auch schon hin und nehmen ihn dann wieder mit. Und ach, alles ein bisschen kompliziert. Ewig werden wir aber auch nicht bleiben, denke ich. Ja, das war ist im Endeffekt Stand der Dinge. Ja, ich würde mal sagen, ich beende an dieser Stelle auch den Vlog. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also nächste Woche, Quatsch, morgen. Bis morgen dann. Tschüss.